Da wir noch mehr Platin, das buddel ich auch gleich mal aus. So, ein Forschungspunkt. Jetzt muss ich mir mal überlegen, in welche Richtung gehen wir. Koffein. Stetiger Goldfluss. Soldatenkultur. Und Heroismus wäre auch nicht schlecht. Mehr Lagerkapazität haben wir ja jetzt ausgeschlossen. Also das hier, die Richtung. Ich würde mal sagen, ich gehe wirklich in Richtung... Erstmal in Richtung Soldatenkultur. Noch mehr Turmalin. Noch mehr Turmalin ist immer gut. Auch wenn es nur eine kleine Ader wahrscheinlich ist, aber ist besser als nichts. Ah, hier sehe ich, bin ich wieder zu tief. Da wollte ich hin. So, dann buddeln wir uns nämlich mal in den neuen Raum da unten rein. Ja, das ist nur eine kleine Ader, aber wir haben schon mal wieder mehr als die Hälfte von dem, was wir brauchen für die nächste Stufe. Ja, Drachenblut haben wir hier schon mal. Eisen, Gold. Und einen lächerlichen, schwachen Goblin. Wenn wir da reingraben, kommen wir sofort in den nächsten Raum. Nein, ich will erstmal das Drachenblut haben. Genau, weil wenn ich das Drachenblut... Oh, Marmor. Ja, ich lasse mich ablenken. Weil wenn ich das Drachenblut habe, kann ich meinen Kämpfer upgraden. Und du fällst jetzt genau 2 Etagen tiefer. Zum Glück kriegt ihr keinen Fallschaden. So, kann ich meinen... ihn hier zu einem Unsterblichen machen. Yay. Ich hätte Titan wieder mal übrig. Und ich habe bald am Goldlimit. Also haue ich das Titan mal wieder raus. So, das bisschen Marmor war okay. Das heißt, wir können hier wirklich die Goldvorräte anknabbern. Und wir haben schon wieder einen zweiten Forschungspunkt. Aber für die Scharfschützenausbildung brauchen wir 3. Und dann kommt die Soldatenkultur. Dafür brauchen wir 4. Aber ganz ehrlich, die beiden Forscher und der Gelehrte, die forschen schnell genug. Während mein Jungzwerg hier schon Stufe 6 erreicht hat. Ja, das sieht alles ganz gut aus. Ich frage mich nur nicht, ob es nicht langsam zu wenig Betten werden. Deswegen nutzen wir Gold und Stein mal, um noch bessere Betten zu bauen. Also noch 2 Betten, besser gesagt. Nicht bessere, sondern einfach 2 Betten mehr. Während ich mich gerade frage, wo meine Bergarbeiter bleiben. Oh. Ich habe den Zugang ja aufgebuddelt. Titanbrücke? Holzbrücke? Ach komm. Sieht sicher stylisch aus hier. So, du brauchst noch einen Löffel, da bist du auch auf super gut.
Was auch immer du gerade für ein Problem hast. Geht's vielleicht so besser? Nee, nicht wirklich. So, da ist jede Menge Gold. Mal wieder. Jo, das kriegen wir frei. Und ich könnte halt auch jede Menge Holz jetzt verkaufen. So. Dir fehlt noch ein Level, dann hast du auch genug. Und Gold. Oh, hier wäre auch noch mal ein. Mal Platin. Und hier drunter ist Obsidian. So, Scharfschützenverbesserung. Weil die Forschung, die geht jetzt auch langsam ab, wenigstens gut. Nein. Ich will hier buddeln, bitte. Hinter dem Titanenstein. Okay. Hinter dem Platin. Oh, aber ihr seid hartnäckig. Wie interessant. Warum kommst du nicht mal selbst heraus? Oder hast du zu viel Angst? Huch, wie kalt. Nein, ich habe meine Verpflichtungen. Okay. Neuer Raum voller... Eisen auf jeden Fall. Und einer kleinen Goblin-Schar. Das ist jetzt aber... nicht der Rede wert eigentlich. Ich muss eher gucken, wo hier Ressourcen versteckt sind, mal wieder. Oh, hier ist ein Digium. Okay, ich nehme mal an, hier sind keine versteckt, nur wahrscheinlich in dem Raum. Na, haben die Gobbos keinen Bock zu kommen? Warten sie, dass wir zu ihnen kommen, oder was? Okay, die Goblins sind auch ja nicht der Rede wert. Forge. Meine kleine Armee kommt wirklich gut gegen die an. Oh, hier oben wäre Drachenblut drin. Okay, Drachenblut ist immer gut. Und hier reingraben. Ach ja, und nur das Drachenblut freigraben, bitte. Ah, hier hinter ist Titan, schaut mal. Aber der Rest sieht aus, als ob er ein Digium wäre. Oh, sehr schön. Ein Ork. Und wenigstens ein Mauerwerk, ein Mauerstein. Und etwas Titan und etwas Drachenblut und alles. So.
Leitern darunter, dass der Aufbruch kommen kann und wir runter können. Oh, der hat's auf mein, diesmal hat es der auf meine Arbeiter abgesehen. Na komm her. Was zum... So, platzieren bitte. Oh, und du bist da unten reingefallen. So. Das ist wieder eine ganze Menge Obsidian. Und ich glaube, der Ork ist auch schon wieder tot. Ja, sehr gut, aber da kriegst du wenigstens langsam dein Level. Oh, hier unten ist Obsidian, Titan. Mehr. Könnt mal kurzzeitig den Turbo einstellen, dass er schneller auflevelt. Ja, aber Soldatenkultur wäre auch wichtig. Na komm. Dass wir das vielleicht in der Aufnahmesession auch mal kurz sehen. Ich zoome mal kurz weg. Da ist noch Obsidian. Und dich kann ich jetzt nicht zum Musketier machen, weil du Mauerstein brauchst. Ach, Menno. Weißt du was? Das mache ich jetzt einfach mal. Aus dir einem Musketier. So. Ich kann jetzt das ganze Holz verkaufen. Jo. Ich verkaufe 100 Holz für 60, das heißt, ich kann 1000 Holz für 600 verkaufen. Ja, so komme ich auch an Geld. So. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal wieder zur Weltkarte zurück. Lassen die ruhig da oben noch etwas rumtrainieren. Also ja. Spiel speichern. Möchte dir speichern? Okay. Und zur Weltkarte zurück. Ja. Ja, wir haben wieder nichts Neues gekriegt. Also, da die größte Basis noch fehlt. Und die Hauptquest haben wir auch noch nicht abgeschlossen. Damit wir genialer Prinz für passiven Forschungsbonus dafür sorgen können. Aber ich denke mal, das kriegen wir nach der Mission auch noch zusammen. Und wenn wir dann die hier alle haben, könnten wir mit Fertigung weitermachen. Wobei ich mich jetzt gerade nicht mehr erinnern kann, ob nach 5 Stufen nicht schon Ende war. Ist eine Weile her. Ja. Ich würde sagen, überall sieht es gut aus. Euch fehlen eure Waffen übrigens, Jungs. Euch nicht. Ihr euch schon. Ja.
würde ich mal sagen, gibt es jetzt erstmal einen Cut. Also, bis gleich.